Er schleudert wieder seine weißen Sachen überall in der Gegend rum. Alles klar, nichts Neues. Und ich sollte wahrscheinlich auch auf meiner maximalen Schärfe bleiben. Es ist nicht viel, aber das sollte ich versuchen zu behalten. Dafür sind natürlich die Blitzbomben auch äußerst angenehm. Vor allen Dingen, weil sie hier noch grandios wirken. Wenn du sie hier wirfst, treffen sie auch. Da reflektiert noch der Schnee die wunderschönen Lichtstrahlen in jegliche Richtung. Verdammt. Och nö, er macht schon ein bisschen Schaden. Ich hasse es, vor allem bei solchen kleinen Footsteps, die nicht sein müssten. Ich glaube, ich probiere es einfach. Wisst ihr was? Ich habe viele Sachen probiert, obwohl eigentlich gar keine. Und alle haben nicht funktioniert. Was für ein Wunder. Das heißt, jetzt mache ich meinen wahrscheinlich hammerharte Niederlage. Ich kämpfe gegen ihn, als wenn ich mit Hammer spielen würde. Ich gehe auf den gottverdammten Kopf, mache dort meinen Schaden, da weiß ich, wann er ungefähr tot ist. Er ist wütend, ist ungünstig. Und ich kann seine, vor allen Dingen, das ist das Wichtigste ist, ich kenne seine Angriffe. Ich weiß, wie er kämpft, denn so mit Hammer habe ich schon ein paar Mal gespielt. War hammerhart geil. Aber, ich weiß halt jetzt wenigstens, wann ich zuschlagen kann und wann nicht. All das, was ich halt normalerweise noch lernen müsste, komischer Schatten im Nix, wenn ich halt auf normalen Nahkampf gehe, so auf den hinteren Fuß zum Beispiel, weiß ich halt jetzt schon. Ich weiß, wie die Bewegungen aussehen, wenn er irgendwie angreift und kann daraufhin reagieren, was das Wichtigste für einen Jäger ist. Ah, da bin ich kurz Ukanlos steigen gegangen. Ich kann euch sagen, ganz schlechte Idee, sollte man in solch einer Situation lieber nicht machen. Der Moment, wo man dann doch leider falsch predicted, wo dieses Monstrum aus dem Boden rauskommt und der eiskalte Schnee mal wieder meine Verteidigung sinkt. Und deswegen wäre halt so ein Fahrball echt verdammt geil gewesen oder ich hätte einfach blocken können. Dann wäre ich auch nicht reingerannt. Hätte sich irgendwie so gegenseitig ausgemerzt, diese Möglichkeiten. Aber okay, was soll's. Hinstellen, verteidigen, blocken, easy. Vielleicht noch mit ein paar Mega-Säften wäre es noch ganz geil. Hallo Mutti. Amtliche. Ey, ich wurde Wahl benachrichtigt. Keine Ahnung, was diese großen Fische von mir wollen. Aber ich habe eine Wahlberichtigung bekommen. Wahl. Benachrichtigung. Alles klar. Scheinbar sind die nächsten wieder Wahlen. Gut, dass man das so fröhlich mitbekommt. Ich habe keinen Plan, wer gewählt wird. Am besten ich wähle mich selber. Das kann nicht schief gehen. Wahlsprüche habe ich ja schon mal festgelegt. Also, stets an eurer Seite, es sei denn, er hat sich mal wieder verirrt. Oder ist irgendjemandem Unbekannten hinterhergelaufen. Gräbst du dich gerade ein? Neben mir? Oh, das geht schief, weil ich keine maximale Ausdauer habe. Denn jetzt kommt er rausgesprungen. Ey, das ging eigentlich ganz gut. Und ich habe meinen Verteidigungs-Debuff. Ich hasse es. Scheiße. Nicht sterben wäre jetzt eine sehr gute Ansage. Okay, er geht nicht auf mich. Wunderschön. Versucht aber wieder mit dem Kopf durch die Wand zu brechen. Immer eine schlechte Idee, wenn man selber eher kopflos ist. Aber naja, lassen wir ihn es mal probieren. Verdammt. Er, sein Schwanz war so anziehend, der hat mich leider in ihn hineingesogen. Das passiert halt ab und zu mal. Ich habe schon wieder Verteidigungs-Debuff, oder? Nee, doch nicht. Okay, habe ich mich verguckt, geht in Ordnung. Erstmal das Schlimmste erwarten ist immer ein guter Weg, auf alles vorbereitet zu sein. Da kommt ein zweiter Schlag, sage ich doch, und ich sollte mich wieder heilen. Ich darf mein Leben nicht zu niedrig sinken lassen. Das war auch früher immer mein Problem. Ich habe mich mal selber analysiert, habe ich nicht. Ich rede jetzt bloß irgendwie um den heißen Brei ringsrum. Ich habe keine Panzersamen mehr, äußerst ungünstig. Ich glaube, ohne mich jetzt wirklich analysiert zu haben, dass ich mich zu wenig geheilt habe. Schließe ich daraus, dass ich immer das erste Mal gestorben bin und noch 10 Megatränke bei mir hatte. Ist ein leichtes Indiz dafür, dass genau das der Fall ist. Und deswegen will ich das jetzt ändern. Ich heile mich einfach, wenn es sein muss, zu häufig. Da geht zumindest mein Leben nicht runter. Darf ich wenigstens einmal ganz kurz die Hitbox verteufeln? Nur ein einziges Mal? Okay, dafür hat mich die Hitbox jetzt gerettet. Geht in Ordnung. Aber die andere, da müsst ihr mir doch zustimmen, die war ganz leicht daneben. Also, so ein klitzekleines bisschen. Der Schwanz kam halt lieber... Scheinbar kommt Ukanlos lieber von hinten. Mit seinem Schwanz geht in Ordnung. Merke ich mir vielleicht auch irgendwann mal. Ist, glaube ich, bei den meisten Monstern so. Bin ich hoffentlich beim... Spring zurück! Oh nein, ich spring nicht. Weil ich abblocke, weil die Schärfe gerade runterging. Geh nicht auf mich. Geh nicht auf mich. Dankeschön.
hat er Honey erwischt. Tut mir zwar leid für mein Honigmäulchen, aber was sein muss, muss sein. Kanonenfutter wird im Krieg immer gebraucht und jetzt geht er nochmal auf mich. Und ich hab nichts, um meine Verteidigung zu erhöhen. Heißt, es wäre gut, wenn ich jetzt ausweichen würde, ne? Ah, oder er geht wieder einfach nicht auf mich. Ich glaube, jetzt wäre eine Schallbombe gut. Jetzt sollte er nämlich gleich anfangen zu schreien und da wäre so Schallbombenmäßig ganz geil. Ah nein, er benutzt wieder sein Tail, geht in Ordnung, warum auch nicht. Ich gehe zurück zu meiner Taktik für heute, also theoretisch zu meiner Taktik. Ein bisschen sein Kinn zu kraulen. Ah, okay, er kommt gar nicht so weit. So lang ist er dann halt doch nicht. Ja, that's what she said, ich weiß. Aber gut, das funktioniert ja eigentlich sogar gar nicht mal so scheiße. Bis auf dieses Eingraben, was ich echt immer noch ein bisschen verteufle gerade. Weil ich da halt gerne wegrennen würde. Das allerdings nicht immer funktioniert und diese Ritze, die ich meine, steht mir im Weg. Und viele Ritzen will man als Mann ja auch gerne reingehen, aber die ist mir dann doch zu kalt und abweisend und zu häufig übersprungen vom Ukan-Lords. Oh, ich glaube, dass ich seine Ritze gedisst habe, findet er nicht so cool, ist so ähnlich wie deine Mutter-Witz, bloß halt eine deine Frau-Witz. Ist Ken-Gamer nicht so häufig, weil eine Frau zu haben oder eine Freundin zu haben halt meistens schon den Babbo markiert. Oh, da war mein Ausdauer wieder knapp am Nehmen. Ich sollte hier vielleicht auch weggehen. Denn egal, was er macht, es wird wehtun. Das war die falsche Richtung. Ich habe schon wieder nicht an hinten gedacht. Oh, ich bin tot, wa? Komme ich hier irgendwie raus, wenn ich einfach mit R-Blocken durchlaufe? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir rennen einfach mal. Guter Sprung an dieser Stelle. Ich darf keine Maxi-Tränke mehr benutzen. Habe ich keine mehr, wenn ich gestorben bin. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Na, easy. Passt wunderbar. Und die spinnt sich selbst weiter right round. Alles klar. Drehbum-bum vorprogrammiert. Warum bist du eigentlich wütend, ne? Ich habe doch nichts gemacht, außer kurz seine Freundin beleidigt. Normalerweise müsste von dir jetzt kommen, ha? Aber ich habe eine Freundin und du nicht. Und das Ding wäre gegessen. Also, ich hätte noch die nächsten 3 Tage Depression. Okay, aber für dich wäre das Ding gegessen. Sorry, Jani. Knapp daneben ist auch vorbei. Das los, Alter, ernsthaft, 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 das hätte nicht sein müssen. Oh, nice, Defense Buff, stimmt, ich habe Honey. Sie könnte theoretisch für meine Verteidigung sorgen, wenn sie nicht so klein und zerbrechlich wäre. Jetzt würde ich gerne mal schärfen, aber ich glaube, das ist jetzt ungünstig. Lassen wir ihn erstmal kurz sein Gebiet markieren. Oh, meine Gewehrlanze ist wieder breit bei diesem Blick. Auf die große Ritze ist das auch logisch und schnell mitzubekommen. Und natürlich bei der Aufopferung von Honey für mich ist das auch nochmal ein schönes Privileg an dieser Stelle. Renn mich nicht um, renn mich nicht um! Ich sag doch, du hörst auf. Warum tust du es nicht direkt? Ich meine, man kann hier erkennen, ob er gerade wegspackt oder langsam läuft. Ich dachte erst vorhin, deswegen bin ich nicht gesprungen, dass das Wegspacken der Moment wäre, wo er wieder anhalten würde. Sieht so aus, als ich mich getäuscht habe. Wenn er wegspackt, dann spackt er einen auch um. Hat er kein Erbarmen, keinen Halt für irgendwas und er gräbt sich schon wieder ein. Alter Bob, der Grabmeister. Nennt ihn einfach den Undertaker. Gräbt genauso gern, das war zu früh, ne? Oh, Millimeter genau. Wunderschöne Perfektion in unserem Jägerdasein hier erreicht. Und er gräbt sich schon wieder ein. Boah, du bist schon ein kleiner Nervsack, weißt du das? Oh fuck. Oh nee, okay, kommt raus, alles klar. Geht auf Honey, schön. Fucking Furries, macht er gerne, sein Lieblingshobby. Und wir bekommen nichts anderes zu greifen, außer seinen Schweif. Was gerade ein bisschen gegen meine Hammer-Taktik spricht, die vielleicht auch gar nicht Hammer ist. Ja, ich weiß, das habe ich heute auch schon mal gebracht. Aber vielleicht ist es schon im nächsten Part, deswegen gleicht sich das vielleicht auch wieder aus. Puh. Alter, wir brauchen echt einen Namen für dich. Und Bob ist irgendwie zu wenig aggressiv. Für das, was du hier die ganze Zeit machst, hier ist Ende. Und deswegen habe ich gerade den Kraftsaft in meiner Leiste ausgewählt, weil ich wusste, dass sowas passieren könnte. Und da habe ich halt zu spät daran gedacht. Oh, Honey, Honey, du musst mal ganz schnell wieder einen flöten. Nein, 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 Honey. Nicht dich auf den Schwein vom Ukanos freuen. Du bist noch nicht im Bordell angestellt. Oh, scheiße. Und auf mich kommt wieder das Weiß geflogen, ist auch wieder klar. Scheiße. Ich verbrauche gerade unnötig meine komplette Heilung. Und ich habe gerade Defense Debuff und er geht wahrscheinlich auf mich.
Und wegen meinem Defense-Debuff macht es halt auch einfach trotz Blocken einfach nur so viel Schaden. Jetzt weiß ich wieder, warum immer meine Heilung leer war nach dem Kampf, wenn ich sie mal benutzt habe. Alter fucking Schwede. Da reichen 10 Panzersamen ja niemals aus. Vielleicht hätte ich die auch aufsparen sollen für später. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Na ja, gut, schauen wir mal, wo das Ding hinfliegt. Eigentlich immer relativ weit weg. Genau, können wir auch mal nah rangehen. In den Nahkampf, wie gesagt, ein bisschen den Hals kraulen. Ist mein Debuff weg? Nein, scheinbar. Scheinbar doch nicht, dann war es Debuff mit Rage wahrscheinlich. Und die Rage ist jetzt vorbei, die mir so zugesetzt hat. Ach, könntest du bitte einfach nur stehen bleiben? Nicht diese kilometerweiten Sprünge. Nein, einfach nur in meiner Nähe sein. Ich will dich doch bloß bei mir haben, damit ich meine Gewehrlanze bereit, wie sie ist, auch ordentlich einsetzen kann. Wenn du die ganze Zeit über das Scheißgebiet rumfliegst, komm ich doch nie hinterher. Es ist vielleicht nicht fair, uns so zu trennen, aber nur weil du deinen Abstand brauchst. Ich fang schon wieder an, ihn bezürzen zu wollen, oder? Das wollte ich doch nicht mehr machen. Verdammt. Schade. Aber gut, bei so einem Ungetüm kann ich halt leider doch nicht widerstehen. So, endlich mal wieder ein großes Zeichen des Auas. Nicht nur ein, ey, du hast meine Ritze beleidigt, sondern ein, ey, du Arschloch, was soll das? Du schlägst mich einfach so. Und ich muss auf den Tail aufpassen, der gleich irgendwo ankommt und wahrscheinlich viel Weiß auf mich schleudert. Hat sein Tail halt leider so an sich, wenn man so im Schnee rumirrt. Okay, zurück zur eigentlichen Taktik. Ich brauche ein bisschen Zeit. Normalerweise kann man bestimmt schön schnell töten mit der Hammer-Taktik, wenn man einen Hammer hat. Das heißt, das ist jetzt hammerhart. Und wir haben keinen Hammer. Oh mein Gott, das wird den ganzen Tag noch so gehen, ne? Nennt mich einfach MC Hammer. Bam. Das war doof. Das war richtig doof. Kann ich doch R drücken oder ist das... Oh, hi. Ich sehe, er kommt auch wieder die... Oh, shit. Ich bleib einfach so... Einfach in dieser Pose fahren. Wunderschön und grandios. Das war knapp. Das wird heute wahrscheinlich auch noch knapper sein. Wahrscheinlich kann ich nur gewinnen, wenn das Knappkiss sich für mich und gegen ihn entscheidet. Ansonsten habe ich halt einfach verkackt. Und trotz meiner versuchten Hammer-Taktik... Oh nein. Ich bin tot, ne? Wenn er auf mich geht, bin ich tot. Weil ich so viel Schaden kriege werde. Oh, guck mal, er ist da. Er geht nicht auf mich. Das ist doch auch mal schön. Alter. Könntest du bitte? Dankeschön. Einfach auf Honey gehen. Das ist schon so hart hinter dir verprügelt worden. Das macht doch jetzt auch keinen Unterschied mehr. So, erstmal wieder schnell den Kraftsack. Kraftsack. Ich schlucke meine Säcke. Das funktioniert schon. Ob nun Kartoffelsack oder Eiersack, das passt schon. Einfach schlucken und gut ist. Dann gewinnt man den Kampf bestimmt irgendwie. Und ich, keine Ahnung, ich hoffe, dass Honey einfach mal noch lebt. Nicht unter mir. Wo zur Hölle kommst du hoch? Du hast echt jetzt einen Narren an Honey gefressen, oder? Eigentlich soll ich das unterbieten, aber ich finde das eigentlich sehr angenehm momentan. Ist meine Gewehrlanze bereit? Ich glaube schon. Dann sollte das hier nicht treffen. Oh, ein Millimeter. Millisekündchen. Zu früh gedrückt. Ah, typisch Sinu kommt mal wieder zu früh. Höre ich auch die ganze Zeit. Meine Hand beschwert sich sowieso, will ein bisschen Training haben und plötzlich... Nö, zu früh. Aber gut, gehen wir mal wieder ins Nichts. Gehen wir uns in die dunkle Ecke unterm Ukandos, schämen uns ein bisschen, warum auch nicht. Haben wir mehr oder minder verdient. Genau, warum kann nicht jeder Angriff sein wie dieser Bauchplatscher? Schön langsam, vorhersehbar, man kriegt keinen Debuff. Oh, kommt bitte nicht unter mir hoch, dankeschön. Und einfach bloß nett und freundlich. Man kriegt auch keinen Schaden, wenn man getroffen wird. Nee. Stattdessen sind dann auch böse Angriffe mit dabei, die einen umbringen wollen. Wieso versucht dieses Monster einen umzubringen? Ganz ehrlich, du bist ein richtiges Monster. Und das ist dieses Mal tatsächlich nicht als... Verdammt. Kompliment gemeint. So, kurzes Taumittel abgeblockt. Dann mach's es halt nochmal, wenn einmal nicht reicht. Ich hätte zuschlagen können, ne? Ich wusste nicht, dass er sich so weit dreht. Hauptsache so ein bisschen Schaden mit draufhauen. Honey, du stehst gerade ganz ungünstig. Egal, wo er hingeht, er trifft uns jetzt. Sag ich doch. Auch wenn es schön knapp war. Und ich habe Verteidigungs-Debuff. Weil er wieder unter mir hervorgekommen ist. Das schwächt mich einfach so innerlich. Es ist nicht schön und nicht annehmbar.
So, ich bin vielleicht schon wieder ein bisschen zu sehr in der Defensive. Nein, warte, ein bisschen zu wenig in der Defensive, weil ich habe ja Verteidigungs-Debuff. Verdammt, ich brauche die Hand, um anzugreifen. Ungünstig. Ich brauche vor allem die beide Hände. Das heißt, ich kann nicht mal gestikulieren. Das Wichtigste in meinem Beruf hier. Okay, es kam soweit. Ich wollte schon wieder eher loslassen. Gut, dass ich da langsam gelernt habe, die Taste bis zum Ende durchzudrücken und nicht zu voreilig sie loszulassen, was mich schon mehrmals das Leben gekostet hat. Man muss seine Sätze auch noch beenden. Hani, es wäre äußerst freundlich, wenn ich jetzt mal wieder ein Stückchen von dir hören würde. Irgendeine Balustrade des Mögens. Oh nö, oder? Das ist nicht dein Ernst. Splash das direkt neben mir. Ja, ich weiß, was du da probierst, Hani. Nicht nötig, alles gut, schaffe ich noch selber. Ich würde sagen, wir machen die Tränke erstmal leer, bevor wir die Megatränke nachkombinieren. Wir haben ja genügend für die zweite Runde, sozusagen. Oh, Beschleunigungsphase geht weg. Aber ich glaube, ich mache genau das, was ich euch beim Alatreon und was ich mir selber beim Alatreon geraten habe. Erstmal überleben. Sollte auch hier in dem Kampf was bringen. Ich habe, glaube ich, noch keinen 50-Minuten-Kampf gegen ihn überlebt. Hätte ich das, hätte ich wahrscheinlich auch schon gewonnen. Was sehr bitter ist, aber leider der Wahrheit entspricht. Weswegen wir das jetzt erstmal ändern wollen. Also, auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu defensiv rangehe, erstmal ruhig Level aufbauen. Langsam, aber sicher in den Kampf reinkommen. Und auch eine ganz andere Sache, nicht wahr, Hani? Und dann nicht reinspringen, bitte. Dankeschön. Und dann schauen, wie es weitergeht. Das ist sehr ungünstig mit den nicht vorhandenen Farbbällen. Die hätten mir vielleicht nochmal ein bisschen Vorteil gebracht. Klaue kann man, glaube ich, auch kaputt machen. So, jetzt einfach hier durchrennen. Sehr schön. Ausnahmsweise mal nicht den Kopf angriffen. Und wir haben einen wütenden Lukan los. Und meine Gewehrlanze ist schon wieder bereit. Alles klar. Boom. Bitch. Endlich mal ein Feuer, was trifft. Oh, ich erinnere mich an die guten, wirklich guten alten Zeiten, wo ich noch die Standardregelung hatte. Dreimal Wivern Feuer, Monster ist tot. Tja, Ukanos widersetzt sich dieser Regelung aber sowas von. Obwohl, ich habe erst zweimal getroffen, ne? Vielleicht passt es noch. Wenn ich nochmal treffe, könnte er umfallen. Nee, warte, ich habe schon dreimal. Verdammt! Nicht mal zählen kann ich. Aber gut, was soll's. Ich habe halt gerade Wichtigeres zu tun. Oh, das war knapp. Da hast du mich beinahe reingelegt und umgehauen. Das war echt ein umwerfender Versuch von dir. So viel steht fest, aber ganz durchgezogen hast du dann doch nicht. Konnte ich nochmal kurz vorher das Ende abwenden. Sehe ich das gerade richtig, dass meine Ausdauer auch noch weg ist? Ja. Ungünstig. Guck mal hier, Schlag auf dich. Kann ich das blocken? Oh, oh. Nicht mit der geringen Ausdauer. Oh, scheiße, Alter. Renn, mein Freundchen. Okay. Ausrüstungsdetails habt ihr die auch nochmal schnell gesehen. Das war jetzt das Wichtigste. So, er wird nicht losspacken, glaube ich. Er sollte anhalten. Sehr schön. So viel dazu. Vielleicht wäre es hier sogar schlauer gewesen zu sterben. Vielleicht wäre das wirklich ein guter Vorteil gewesen. Hätte ich nämlich meine ganzen Materialien hier nicht verbraucht. Dann könnte ich sie später nochmal benutzen. Logischerweise, weil sie nämlich nicht verbraucht sind. Und ich krieg den Schaden sowieso nochmal. Aber nicht ganz so viel. Ich habe Verteidigungs-Debuff. Alles klar. Hani, mein Zuckerstückchen. Was hältst du davon, mir die Flöte nochmal zu spielen? Also ich hätte erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Oh, eine Blitzbombe wäre hier nicer gewesen. Oh nein. Au. Okay, alles klar. Nochmal kann ich mir das nicht leisten. Sterbe ich lieber einmal, also habe ich lieber einmal nach dem Tod nicht so viel Leben. Geht in Ordnung. Dafür kann ich hier jetzt erstmal. Wollen wir auch mal Verteidigungs-Debuff weg? Das hätte eigentlich wäre Sterben die richtige Option gewesen. Doof das zu sagen. Nicht jägerlich, nicht mutiglich das zu sagen. Aber Sterben wäre in diesem Fall wirklich eine gute Option gewesen. Nicht da reinrennen. Ich weiß, das Blocken da jetzt nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, das habe ich schon mal herausgefunden, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber sie stirbt. Sehr traurig, aber leider wahr. Und er geht scheinbar nicht auf Hani. Kann ich mich so ein bisschen hier retten? Ja, mich ja, Hani leider nicht. Die stand da jetzt vollendet drinne, in vollendeter Perfektion.